In der letzten Woche waren Sie noch in München und haben bei der Internationalen Handwerksmesse den Bundespreis für hervorragende und innovatorische Leistungen für das Handwerk gewonnen. Und heute stellen wir Ihnen Dennis Wöll und Wolfgang Steinke vor, die mithilfe der Handwerkskammer Koblenz innovatives Handwerk bieten. Dennis Wöll aus Klingelbach ist Dachdeckermeister und hat sich auf das Anbringen von Photovoltaikanlagen spezialisiert. Beim Arbeiten in großer Höhe taucht für ihn, genau auch wie für seine Zunftkollegen, immer das gleiche Problem auf. Um die Aufhängungen für Photovoltaikanlagen passgenau anbringen zu können, muss ein Teil des Dachziegels mit dem Trennschneider entfernt werden. Eine Arbeit, die auf Dach und Gerüst nicht nur sehr staubintensiv ist, sondern auch gefährlich. Genaues Arbeiten ist unter diesen Bedingungen häufig nicht möglich. Das muss doch auch einfacher gehen. Gemeinsam mit seinem Partner Wolfgang Steinke hat er deshalb nach einer Lösung gesucht, den Dachziegel einfach, ohne Staubentwicklung und vor allem arbeitssicher zu bearbeiten. Irgendwie haben wir uns gedacht, Mensch, da müssten wir mal was anderes machen. Da gibt es bestimmt eine Lösung. Und wie es so ist beim Frühstück, denke ich an meinen Toaster und schiebe den Toast rein und da ist mir die Idee gekommen, so muss das irgendwie funktionieren. Jetzt funktioniert es im Prinzip so, dass ich den Dachziegel oder den Dachstein in meine Führung dieser Schneidemaschine einführe. Und wenn der gewisse Punkt, der Schneidepunkt erreicht ist, wird die überflüssige Kappe abgeschnitten, beziehungsweise der überstehende Falz abgeschnitten. Doch dem Prototyp ging erst einmal eine geraume Zeit der Entwicklungsphase voran. Zwischen erstem Modell und fertiger Dachsteinfräse holte sich Wolfgang Steinke den Rat von Entwicklungsexperten ein. Ich bin dann mit meinem sogenannten Bewegungsmodell oder mit meinem Funktionsmodell zur Handwerkskammer, habe da einen Ansprechpartner gehabt, haben mir die Maschine gezeigt und da gab es dann ein Angebot, dass die Handwerkskammer mir bei der Entwicklung oder bei der Fertigstellung der Maschine oder bei der Entwicklung eines Prototypes genau genommen behilflich ist. Die Hilfe habe ich gerne in Anspruch genommen und kann eigentlich nur jedem raten, wenn er eine Idee hat und kommt nicht weiter, dass das eine Möglichkeit ist. Der Prototyp wurde anschließend von Dennis Wöll und Wolfgang Steinke auf Herz und Nieren geprüft. Mit dem Ergebnis sind die beiden Erfinder im Handwerk mehr als zufrieden. Weiteren Rat holten sie sich anschließend auch beim Kompetenzzentrum für Gestaltung, Fertigung und Kommunikation der Handwerkskammer Koblenz, die beim Produktauftritt und der Gestaltung eines Messestandes halfen. Mühen, die sich für Wolfgang Steinke und Dennis Wöll mittlerweile auszahlen. Denn bei der Internationalen Handwerksmesse in München zeigte sich auch Bundeswirtschaftsminister Rainer Brüderle beeindruckt vom Engagement der Rheinland-Pfälzer. Er ließ sich die Dachziegelfräse gerne von den Entwicklern vorführen. Im Rahmen der Messe wurden sie vor wenigen Tagen dann auch mit dem Bundespreis für hervorragende innovatorische Leistungen im Handwerk ausgezeichnet. Um Innovation und Internationalität ging es auch beim Forum Außenwirtschaft für das Handwerk, das dieser Tage in Mainz stattfand. Angesprochen waren Handwerker mit internationalen Ambitionen, sowie die Firma Rainer Dach aus Dörth im Hunsrück. Ja, zum einen sind wir ja seit 2 bis 3 Jahren auch im Ausland tätig, vor allem in Osteuropa, sprich Russland und Baltikum. Und wir hoffen uns einfach davon, dass wir heute noch einige Kontakte knüpfen können, aber auch Erfahrungsaustausch stattfindet und wir vielleicht auch dem einen oder anderen Handwerksbetrieb da einige Tipps geben können oder auch ermuntern können, auch im Ausland aktiv zu werden. Wir sind ja ein Bedachungsunternehmen und machen vor allem Schieferdächer, aber auch andere Dinge. Das sind dann meistens Dinge, die im Ausland noch nicht so bekannt sind und da ist ja auch nicht so die Handwerkszunft oder die Handwerksgeschichte gibt wie in anderen Ländern wie bei uns, sind Handwerker made in Germany im Ausland doch sehr gefragt. Das Forum Außenwirtschaft für das Handwerk ist eine 2-jährliche Informationsveranstaltung, die die Arbeitsgemeinschaft der Handwerkskammern Rheinland-Pfalz, also 4 Handwerkskammern hier aus Rheinland-Pfalz, gemeinsam organisieren und durchführen, mit dem Ziel, den exportorientierten Betrieben eine Richtung zu geben, welche Märkte für die Zukunft von Interesse sein könnten. Heute erwartet uns ein ganz interessantes Programm. Schwerpunkt der Veranstaltung ist der Bereich des energieeffizienten Bauens. Wir haben heute am Vormittag spezifische Fachvorträge zu diesem Thema und am Nachmittag erwarten uns Länderworkshops zu den 4 Märkten Finnland, Frankreich, Italien sowie die Russische Föderation. Das nächste Forum Außenwirtschaft für das Handwerk findet im Frühjahr 2012 statt. Informationen zu den Beratungsdienstleistungen des Kompetenzzentrums und der Technologieberater der Handwerkskammer Koblenz finden Sie im Internet unter hwk-koblenz.de oder unter der neuen Beraterplattform des Handwerks bistech.de.